Publikum hier bei uns heute. Die freuen sich alle auf leckeres Essen. Ich hoffe, Sie zu Hause auch. Ich kann Ihnen schon mal sagen, was es heute geben wird. Also ich werde zunächst mal zubereiten Rouladen mit Rehfleisch und Pilzen. Dazu gibt es Semmelknödel und eine wunderschöne Soße. Und mein Gast, auf den freue ich mich heute besonders. Ich kann nur sagen, das wird lecker. Auf jeden Fall gibt es zu essen so Bierrocken mit einem Pflaumenmus gefüllt. Und dazu gibt es eine weiße Schokoladensoße. Was gibt es noch? Weiße Schokoladensoße, ja genau, das ist... Ja genau, weiße Schokoladensoße gibt es dazu, genau, auf jeden Fall wird das lecker. Und ich kann nur sagen, es macht Spaß, mit so einer Frau zu arbeiten. Aber soweit sind wir noch nicht. Jetzt erstmal müssen wir den begrüßen, der auch da ist. Hier ist der Horst. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, 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 Dankeschön. Ich versuche natürlich lupulich einzustimmen auf das, was mein Johann Koch mit einer Waldpilzterrine mit Kräuterschmand und einem wunderbaren Lachs mit einer Senfkruste und dazu gibt's Blattspinatnödelchen. Ja, ja, aber auch das kann nichts weiter sein wie der Türöffner, der Schlüssel zu den hohen Künsten des Kochens, die mein Johann zelebriert. Das Filetstück aller Köche. Und ich kann nicht kochen, bevor ich den Kerl nicht im Arm hatte. Komm her, mein Johann, komm her. So. Alles gut? Alles gut. Also Horst, heute muss ich sagen, bin ich echt glücklich, weil der Gast, der heute kommt, bei, ja, mir, Respekt, bei Respekt. Mir zumindest, muss ich, ja, sagen, ich darf mit deinen Worten zitieren. Bitte. Ein steiler Zahn. Ja, und ich muss sagen, ich bin auf meiner Seite auch mehr als glücklich, obwohl ich bei dir ja so ein bisschen mit erhaschen kann. Also ich habe endlich mal mein Idol an meiner Seite. Nicht kochtechnisch, ihr werdet nachher merken, wie. Er ist einer der schnellsten Männer, die Deutschland je mitvertreten haben wohl. Obwohl er auch österreichische Wurzeln so ein bisschen mit drin stecken. Aber für mich ist er einfach genial. Einer der schnellsten der Schnellen. Und weißt du, was das Geilste überhaupt ist? Was die Menschen zu Hause überhaupt nicht verstehen können. Wenn man mal so Berühmtheiten trifft, genau wie deine Berühmtheit. Man hat ja vorgefasste Meinungen. Wie, genau, sind die denn so? Und was steht in der Yellow Press rauf, runter? Leute, das ist alles Blödsinn. Die sind genau wie wir zwei. Einfach zum Liebhaben. Ja. Und heute sind hier Sonja Kirchberger und Hans-Joachim im Stock. Warte, von dir muss ich als allererstes ein Foto machen, da geht's ja, gar nicht. Jetzt fängst aber kein Selfie, gell? Johann, du fängst schon mal an. Ja, ich fange an. Wir machen einen wunderbaren Hefeteig. Dazu habe ich schon mal für dich den, die Milch mit dem Mehl und, ja, der Hefe und etwas Zucker angerührt, weil das muss ein bisschen aufgehen. Oh. Und jetzt machst du Zucker, also hier machst du dazu das restliche, ja, Mehl, nicht ein mehr. Ei und die Butter, okay, und alles schön glatt rühren. Mach ich. Und ich mache die Füllung für meine Rouladen vom Reh, beziehungsweise Semmelknödel erstmal. Ja. So, jetzt hat es geklappt. Und zwar für die Semmelknödel nehme ich Weißbrotwürfel. Die habe ich geschnitten ohne Rinde. Guck mal, von Brötchen so. Ich liebe Knödel. Magst du gerne Knödel, ja? Ich liebe Knödel. Aber wenn man dich anschaut, habe ich das Gefühl, du hast noch nie einen Knödel gegessen. Ich esse viel und gerne. Ich esse wie ein Bauarbeiter. Wirklich? Ich esse dich arm, wenn es sein muss. Und wie hältst du dich fit? Ich mache Yoga. Yoga? Ja, ist das Zauberwort. Wirklich? Also ja, das höre ich jetzt so oft hier bei unseren Gästen. Wirklich? Ist das wirklich so? Ja, extrem oft. Es ist auch gar nicht anstrengend oder so. Es ist nur ein bisschen am Anfang mit Disziplin verbunden, weil man sich natürlich auch die Zeit nehmen muss. Man hat ja tausend Gründe, es nicht zu machen. Aha. Also der Schweinehund, der ist ja fantasiereich. Okay. Da ist eine Riesentradition bei uns, wenn man von Yoga erzählt, dass man so ein bisschen vormacht. Also was wir mittlerweile kennen... Da fällt mir
dann der Teig zusammen vielleicht. Was? Wir haben ja noch Zeit nachher. Wir werden das nachher mal ganz in einer ruhigen Minute testen. Ja. Darf ich mit den Händen ran? Ja. Du darfst mit den Händen kriegen. Dankeschön. Ich bin so glücklich, dich endlich hier zu haben. Ich glaube, wir haben in 8 Jahren Laferlichter lecker pro Woche 2-mal bei dir angefragt. Aber du hattest einfach keine Zeit. Ja, das stimmt. Du bist so schon viel größer als ich, aber mit dem Hut, das sieht geil aus. Rattenscharf. Ich muss ja wenigstens etwas nachweisen, wenn ich wenigstens ausschaue, wie er kocht. Ne? Das heißt, wenn ich schon mal kochen kann. Man könnte aber auch sagen, jedes Mal, wenn du ins Rennen gehst, hast du einen eigenen Helm auf. Stimmt, genau. Ich hätte zwar jetzt eigentlich das Helmdesign in blauem Sternchen drauf machen können, aber die Zeit hat gefehlt. Das macht aber nichts, gell? Aber da steigen wir direkt mal ein. Kochen tust du tatsächlich oder jetzt nur, weil du bei mir bist? Ja, also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, du weißt, ich habe ja 2 Buben, die habe ich früher ab und zu mal Spiegeleier machen dürfen in der Früh. Oder mal, wenn wir auf den Kanarischen Seen einmal einen Fisch rausgeholt haben. Aber ich sag dir ganz ehrlich, also der große Koch bin ich nicht. Das gebe ich ehrlich zu, aber es macht Spaß. Und ich merke natürlich eines, ich habe viele Freunde, die gut kochen. Und das stinkt mir dann, weil ich es auch gern können würde. Und ich nehme auch heute die Gelegenheit wahr, neben einem solchen Meisterkoch wie dir und dem Johann mal was zu lernen. Gell? Das müssen wir immer ja probieren. Ne? Ja, auf. Ja. Also wir haben ja eine ganz klare Steigerung hier. Man könnte sagen, du bist jetzt bei mir hier in der Formel 2. Und wenn du hier nachher den Titel gewonnen hast, darfst du hochsteigen in die Formel 1. Und die ist bei Johann. Ehrlich? Ja, bei Johann ist Formel 1. Da geht's nicht zur Sache. Können wir die gerade erst die anderen fertig machen? Du kannst alles schon mit reinschmeißen. Wobei die Unfallgefahr da drüben weitaus größer ist als hier. Das glaube ich ja. Genau. Wir haben hier mehr Sicherheiten eingebaut. Ja, das stimmt. Du bist wirklich für mich einer der ganz, ganz großen Helden. Meiner Kindheit, meiner Jugend und auch heute noch. Nee, das stimmt tatsächlich, ist keine Schleimerei. Weil von dir habe ich Poster, von dir habe ich alles Mögliche. Dein Vater war schon eine Sensation im Rennwagen. Und der hat dich schon mitgenommen im Auto. Ich glaube, du hast mit 9 Jahren Autofahren gelernt. Ja, ne? Da waren wir am Nürburgring und da hat er so einen Sportfahrlehrer gemacht. Und da sagt er, jetzt fahr du auch mal. Mit 9 Jahren? Mit 9 Jahren. Das waren dann mit 3 Kissen unterm Hintern. Und guck mal, da das Foto, Vater ist übrigens links. Ja, genau, der Vater ist links. Gell? Da bin ich ungefähr so 12, 13. Da bin ich ein bisschen älter. Und dann hat der Vater aber dann ziemlich schnell gesagt, weißt du, so wie du Auto fährst, geh zu, da sagt, fahr du allein. Und da bin ich wirklich mit 9 Jahren auf Nürburgring, das ging, weil es eine private Strecke ja war, alleine, mit einem kleinen 700er BMW meine erste Runde gefahren. In 17 Minuten oder so, musst du dir mal vorstellen. In 17 Minuten ja, mit einem BMW 700. Ja, verrückt, ja. Darfst du wundern, wo es herkommt, gell? Ja. Wobei, man muss da mal übersetzen. Also man ist ja schon als Privatmann Weltklasse, wenn du unter 10 Minuten schaffst. Das stimmt, ja. Und das mit einem modernen Auto. Ja. Wenn du das mit einem 30 PS BMW 700 schaffst in 17 Minuten, da bist du König. Schau meine Schuhgröße an, 46, da geht was beim Gashebel. Aber was ich wunderbar finde, ist, dass du genau diesen BMW 700 heute noch besitzt. Der steht bei mir in der Garage, ja. Ich hoffe, dass du ihn mal anschauen kommst. Ich komme, da ist, also ist, muss ich ehrlich sagen, nicht das Originalauto, aber ich habe das Original-Lenkrad vom Vater drin. Da bin ich unheimlich stolz drauf. Weil Sie wissen, dass er mit dem Auto noch Rennen gefahren ist. Schauisland, Freiburg, Monza 12 Stunden. Bei mir neue Heimat. Bei neue Heimat, ja, das ist eben das wirklich was Tolles. Eis. So ein Auto zu haben mit dem Lenkrad, da bin ich schon sehr stolz drauf. Gell? So, mal ganz kurz zum Kochen, damit die Herrschaften zu Hause mitbekommen, dass wir wirklich auch was tun. Ja, freilich. Hier drin Kartoffelchen, Zwiebeln mit den Waldpilzen. Wir haben hier Pfifferlinge und wir haben schöne Seitlinge. Die werden schön angebraten. Richtig. Frische Kräuter dazu, mit Weißwein abgelöscht. Mhm. Dann schön einreduzieren lassen und erst nachher kommt die Brühe dran. Okay. Magst du so richtige Hausmannskost lieber oder bist du jemand, der sagt, so richtig edel? Na, also ich muss eins sagen, ich stehe auf Vollliter italienische Kost, weil ich das super finde, aber dann auch Hausmannskost. Und ich muss sagen, ich habe Gott sei Dank eine total obercoole Schwiegermutter. Und die kocht, die Mama Helga, das glaubst du nicht, gell? Das ist der Wahnsinn. Die Mama Helga? Also wenn ich da eine Woche bin bei der in Kirchlauter, habe ich sofort so einen Ranzen, gell? Das ist der Wahnsinn. Gell? Aber die kocht wirklich gut, perfekt. Und wie heißt sie nochmal? Helga. Ja, genau, mal. Das ist die allerbeste. Liebe Helga, ich möchte so gerne bei dir mal essen kommen und ein oder andere Rezept klauen, damit ich Johann mal zeigen kann, wo der Mast, wie heißt das nochmal? Den Dingsbums holt, den Most holt, wie heißt das? Wo der Bartel den Most holt. Wo Bartel den genau, Most richtig, holt. Genau. Ja, die Sonja hat jetzt hier schon mal einen wunderbaren Teig gemacht, und zwar einen sehr schönen Hefeteig. Der muss ja so ganz zart sein. Den tust du jetzt mit dem Tuch abdecken, damit er gehen kann. Okay. Und dann machen wir zusammen das Zimteis. Dazu haben wir Sahne aufgekocht mit Milch, Zimtstangen. Und jetzt brauchen wir 4 Eigelb und 4 ganze Eier auch.
Also 4 Eigelbe. Was hast du da drin jetzt? Ah, ich habe jetzt 4 ganze Eier. Und die Eigelbe brauchen wir auch noch. Okay. Das Eiweiß tust du weg und dann machst du nur noch da rein. Okay. Gib dir eine Schüssel dafür. Ja, bitte. So, dann machen wir das Eis. Du hast ja auch persönlich Beziehung zum Rennfahren, oder? Ja, habe ich. Ich liebe das Rennfahren und ich durfte ja, lieber Hans, ich durfte ja bei dem Tandem mitfahren. Von Mercedes. In den 90er Jahren. Formel 1 Tandem. Nein. Mit dem Niki Lauda damals. Bin ich noch dein Freund? Du? Ja. Nein, du. Also da muss man ganz kurz den Menschen erklären, zu Hause, die nicht wissen, was das ist. Es gibt Formel-1-Autos, die wurden umgebaut als Zweisitzer. Da sitzt der Fahrer vorne und dann sitzt man hinten etwas höher als Beifahrer. Normalerweise, klar, Formel-1-Auto nur einer drin. Aber hinten drin zu sitzen, diese G-Kräfte überhaupt auszuhalten, zu sehen, wenn man den Helm nicht mehr halten kann in der Kurve, unfassbar. Unfassbar toll, ein einmaliges Erlebnis. Das ist ungefähr so wie mit Johann in der Küche. Wenn ich neben dem koche, dann ist wie Formel 1, ich am Beifahrer sitze. Tempo kann ich nicht halten. Ja? So. Das ist schon mehr jetzt, oder? Ja, alles rein. Ich glaube, die Steigerung von Formel 1, ich meine, ich habe das Vergnügen nicht gehabt, aber ich glaube, was auch noch ganz schön hart ist, was ich erlebt habe, ist Viererbobfahren im Eiskanal. Viererbobfahren. Ah, ja, das glaube ich auch. Bist du schon mal gefahren? Ich nein, aber das wäre auch ein Traum von mir. Ja, aber weißt du, warum ich das nie machen würde? Da habe ich das Gefühl, ich kann überhaupt nichts mehr mitbestimmen. Nee, kannst du im Rennwagen habe ich ja selber Gas, Bremse, Kupplung, da hab ich ja alles. Da habe ich ja Lenkrad. Und in so einem Bob, da jagst du nur runter und musst hoffen, dass der Steuermann alles richtig macht. Ansonsten bist du halt tot. Aber das ist wahnsinnig. Den Kopf, den Haut. Heftig. Johann, wie oft bist du mitgefahren? Weil das würde einiges erklären. So, du hast mit 16 Jahren einen Führerschein schon gemacht. Ja, genau. Das ist natürlich der Traum von jedem Jugendlichen. Heutzutage darf man es mit 17 machen, mit Begleitung. Wie hast du das geschafft, dass du den schon mit 16 Jahren machen durftest? Ja, der Vater hatte damals einen sehr guten Draht zum Verkehrsminister und hat ihm erklärt, dass er auf seinen langen Fahrten, die er damals gemacht hat, Unterstützung braucht. Und da hat er das genehmigt. Und da war der Führerschein erstmal in Begleitung des Vaters. Und dann nach einem halben Jahr in Begleitung eines Elternteils und dann wurde es amtlich gestrichen. Und dann war ich natürlich der Größte in Garmisch, kannst du dir vorstellen. Wieder mit 16, 3 Viertel mit meinem BMW 700 da an der Schule vorgefahren, mit der Handbremse eingeparkt. Mit der Handbremse Da war immer eine Lücke, da kam ich an und habe ich zack, zack, und dann rückwärts rein. Stand die Lehrer und alle nur so gemacht, gell, ist ja klar, ne? Sag mal, bei deinen Lehrern kam das aber bestimmt spitzenmäßig an, ne? Ja, also ich glaube, es war politisch nicht ganz clever, aber jedenfalls hat es saumäßig Spaß gemacht, ne? Sag mal, aber Thema politisch nicht ganz clever. Du hattest ja mal einen Wohnwagen, ne? Ja. Den hast du gewonnen als ersten Preis für ein Rennen. Richtig. Aber du bist nicht so der Campingfreund. Erzähl mal, das fand ich so einfach schön. Also ich habe den dann bei mir in Greiner auf dem Hof stehen gehabt und war einmal Camping, was überhaupt nicht meine Welt war. Und habe mir gedacht, was mache ich mit dem Ding? Da hatte ich eine super Idee, heute nennt man das Start-up-Unternehmer. Habe ich den auf dem Hof in Greiner ein elektrisches Kabel reingelegt und Vorhänge hingemacht und habe den für meine Späßel vermietet, damit sie mal ihre Freundin da ein bisschen besser kennenlernen. Die waren ja alle 18, 19 Jahre alt, hatten ja keine Wohnung, keine eigene. Das heißt, also jetzt noch mal langsam. Du hast den Wohnwagen vermietet zum Schnacken. Bei dir zu Hause auf den Hof gestellt. Genau, richtig, mit Strom. Mit Stromanschluss, ja, genau. Damit deine Freunde mit der Freundin einmal die besser kennenlernen könnten. Genau. Ja. So gut. Das war die. Aber allerdings hat dann nach 3 Monaten meine Mutter gesagt, Männerle. Ja, genau. Was ist denn da nachts immer auf dem Hof bei uns da los, gell? Da habe ich das erklärt. Heißt, das kommt nicht in Frage, das Ding muss dann verkauft werden, er hat das nicht geduldet, war streng katholisch. Und damit war das Unternehmen natürlich leider Gottes kaputt. Aber du hast das Geld gut angelegt. Ja, freilich, super. Ja, klar, sicher. Aber Wohnwagen ist für dich heute raus. Ja, der ist aber das ist natürlich auch wieder ganz spannend. Man hat damals als Rennfahrer nicht so dieses Vermögen verdient, wie es heute teilweise ist. Das kannst du laut sagen, ja. Was hat man damals verdient als maximal als Formel-1-Rennfahrer? Also in meinem besten Jahr, 77, wo ich für Edelstone fahren durfte, habe ich verdient $30.000, musst du dir mal vorstellen. Im Jahr? Ja, freilich im Jahr, ja. $30.000. Also und da hat er mich noch gelegt, der Bernie damals, weil ich, wie ich im Büro saß und über einen Vertrag verhandelt habe, hat plötzlich das Telefon geklingelt und da war dran der Arturo Merzario, der Italiener, ja. Der wollte auch fahren.
Und dann hat der Bernie gesagt, okay, Arturo, 30.000, okay. Hat aufgesetzt, also Stucki, das gehört. Da war der Mercedes dann, 30.000, kein Dollar mehr. 5 Minuten Zeit. Was machst du jetzt da? Also habe ich unterschrieben. Halbes Jahr später sagt der Bernie, du, das war nicht der Mercedes, war meine Sekretärin draußen im Vorzimmer. Kannst du dir vorstellen? Boah, der Sack! Aber genau so schätze ich den auch ein. Aber ich muss eines sagen, er ist immer heute noch ein guter Freund. Damals habe ich gut Punkt gemacht, habe im ganzen Welt 100.000 verdient, bin ich zufrieden. Vor allem bin ich in einem Stück da und das ist wichtig. Ne, ja, oder? Das ist das Wichtigste. Genau. Das ist ein größter Sieg. Das muss man auch machen, oder nicht? Ja. Sonja, wir sind eigentlich bei dir die Verhandlungen gelaufen mit dem Playboy. Beim dritten Shooting. Waren die auch so hart? Nein, also sagen wir mal so, anfangs dachte ich, muss nicht mehr sein. Und dann habe ich irgendwie, habe ich meine Freundinnen breitgeschlagen, das doch zu machen. Deine gesagt, Freundin? Ja, meine Freundinnen. Freundinnen. Ja, und aber, die haben dann gesagt... Aber du weißt schon, dass ich da persönlich ein klein bisschen sauer drüber bin. Oh. Ja, weil ich hatte schon Termine für Fotoshooting, ich wäre dran gewesen. Du bist jetzt dran. Aber natürlich nur ästhetische Fotos, ist klar. Aber ja, ich auch Bärenfell und Johann war mein Bär. Nein, ne? die letzte Ausgabe von Playboy, die wird noch ein bisschen nach hinten gezögert. Eine Messerspitze, ja. So. Ein bisschen weniger. Sonja, du machst jetzt den Teig schön ausrollen, ja, für die Bierocken da. Und ich mache jetzt hier die Füllung für meine Reroladen. Hab hier Pfifferlinge und Spilze, also das heißt Kräuterseitlinge mit Schalotten und Knoblauch, werden angebraten. Hier habe ich Rehfleisch mit Wildgewürz. Da gebe ich jetzt dazu 2 Eier und dann noch diese Pilze und mache eine schöne Füllung gewürzt mit Salz für unsere Wirsingblätter. Die Wirsingblätter habe ich blanchiert im heißen Wasser, kalt abgeschreckt und dann werden die gefüllt. Das mache ich jetzt als nächstes. So. Liebe Sonja, du bist ja Österreicherin, so wie ich auch. Ja. Wienerin, ja? Ja. Und lebst jetzt, nachdem du wie lange in Mallorca warst? Na, ich bin doch immer Mallorca. Aber du lebst jetzt auf Berlin. Nein. Ich habe das gerade richtig verstanden. Nein. Er hat gesagt, du bist Österreicherin wie ich auch. Endlich hast du es zugegeben. Mein Johann ist Österreicherin. Bist ja dann umgezogen nach Berlin jetzt, gell? Ja, nein, nicht ganz. Also ich bleibe immer in Mallorca. Ich habe jetzt einen zweiten Wohnsitz in Berlin. Da bin ich auch sehr happy darüber. Aber ich kann Mallorca, ich wollte das machen, ganz nach Berlin zu gehen. Aber ich kann Mallorca nicht mehr verlassen. Ich bin so verliebt in diese Insel. Ja, was ist der Unterschied zwischen Berlin und Mallorca? Das eine ist in Spanien, Johann. Ja, das weiß ich. Nee, ehrlich, du hast denselben Alltag, du hast dieselben Probleme, du hast dieselben Sorgen oder dieselbe Freude. Aber es ist am Meer. Ich gehe einfach raus, setze mich ans Wasser, lasse meine Gedanken so ein bisschen, meinen Kopf sauber machen, meine Gedanken schicke ich ins Meer und versuche Klarheit zu kriegen. Also es erscheint alles mir ein bisschen einfacher. Sag mal, du warst befreundet mit Dieter Questen? Oder Questen? Dieter Questen, ja, heute Questen, noch. Ne? Freilich, sicher. Heute noch. Freilich, die aber da gibt es eine wunderbare Geschichte. Die möchte ich von dir abholen, wo wir gerade beim Playboy waren. Finde ich, ist das eine super Überleitung. Du hast mal mit deinem Schatz, der Mucki, an der Rennstrecke gegangen und hast dem Questor zugeguckt beim Fahren. Richtig, genau. Und ihr habt ihn angefeuert. Ja, wenn man gewunken hat, hat er uns auch gesehen. Und ich wusste, dass der Dieter immer mal die Oberweite von der Mucki in Natura sehen wollte, was natürlich nicht, normalerweise nicht geht. Seiner Freundin? Meiner Freundin, genau. Und dann wollte er mal die Möpse sehen. Richtig, so, genau, richtig. Du sagst es. Guck mal, da ist ein Foto. Mucki, genau. Richtig. Genau, Mucki sitzt übrigens vorne. So. Und dann habe ich beim dritten Mal, wie der Questor vorbeigefahren ist in der Kurve, habe ich von hinten der Mucki das T-Shirt aufklopft, gell? Und da sind vorne die Dinger rausgefallen und der Questor sieht es, fährt und patsch in die Leitplanken rein. Gell? Danke. Das kommt dann auch viel besser. Dann hat der Dame Greller hat uns dann bestraft, hat gesagt, also meine Herren, das geht nicht, das können wir nicht machen. Ihr müsst zur Strafe den Schaden zahlen und die Spesen. Hat der Questor gesagt, Jochen, das macht nichts, die Piepshow war es wert.
Ja, ja. Das heißt, es war schon einfach insgesamt viel kameradschaftlicher, ja. Ihr habt viel mehr Blödsinn gemacht. Weißt du, das musst du dir mal vorstellen, hätten wir damals, wir haben in der heutigen Zeit, hätten sofort hätte 100 YouTube-Videos gegeben, ja. Und weißt du, Teufel was, und 10.000 Selfies, ja. Da bist du schon unten durch. Das gab's ja. Da damals Gott sei Dank nicht. Das ist ja so schön, wie es ist, heute schon ein bisschen eine Seuche, weil ja. Halt alles transparent ist und du nichts mehr erlauben darfst. Das ist doch das. Ja, ja, stimmt wirklich. Und ihr habt euch ja auch damals geniale Streiche gespielt. Oh. Ne? Ihr seid ja alle gemeinsam geflogen in einem Flieger. Der Jochen Maas hat mir da auch schon mal nette Sachen erzählt. Mhm. Aber ich meine, da irgendwas gehört zu haben, du hättest mal mit Schuhen so was Nettes veranstaltet. Ja, es gab ja noch früher die Flüge zur Formel 1, wo alle Fahrer in einem Flugzeug waren. Vorne der ersten Klasse aus der Ecklingszone, wie die alle hießen, die ganzen Bosse und wir, die Fahrer, Mechaniker hinten, 300 Mann. Da waren natürlich Flüge, da war die Hölle los, sage ich Ihnen. Gell? Da haben wir die Stewardessen über die Aufkleber hingepappt, hinten und vorne am Arsch hin. Gell? Und einmal habe ich mir gedacht, ein Nachtflug zurück von Japan, die haben alle die Schuhe ausgezogen. Jetzt muss ich einen Gag machen. Da habe ich ungefähr 80 Leuten die paar Schuhe vertauscht, von hinten nach vorne, von vorne nach hinten. Was meinen Sie, wie viele da am Zoll standen ohne Schuhe, gell? Das war so gut, gell? Ja, ja. Okay. Und da hat keiner irgendjemand verklagt. Nein, natürlich nicht. Sondern war einfach aus Spaß und Freude. Lass liegen, das ist egal. Ich muss den Nüdel schon mal schnell. Das ist der Spickzettel, gell? So, wenn man das heute vergleicht so. In der Formel 1, da ist nichts mehr mit solchen Späßchen, oder? Gar keine Späßchen. Aber anders. Anders, Johann. Ja, anders. Weißt du, das ist einfach eine andere Generation. Ich bin ja in der Formel 1 nicht zu Hause, aber schon relativ häufig mit dabei. Und da werden auch Späße gemacht. Ne? Die machen andere Späße. Weißt, die Späße, die wir verstehen, verstehen die halt nicht mehr. Aber das ist ja wurscht. Wir machen uns und die machen ihre. Das ist die Hauptsache, ja, ja. Oder? Ich sehe, ich Obwohl, auch Michael Schumacher, dem hast du mal einen ganz netten Streich ja, gespielt, weil er dich vorher, ja. Ich sag mal, fast... Der hat mich zu Tode erschreckt. Genau. Der ist hinter mir hergefahren, auf dem Eingang nach Imola, ins Fahrerlager. Und hat ungefähr einen Meter hinter mir gehupt. Ich bin so erschrocken, sage ich, das kannst du dir nicht vorstellen. War früh um 7:30, kannst du dir vorstellen. Also aber meine Lieber, dir werde ich helfen. Habe ich mir im Fahrerlager einen Beutel Senf geholt und habe den Senf unter den Türgriff reingeschmiert vom Ferrari. Gell? So, und er muss noch mal zurück vor dem Rennen was holen. Da hat er gesagt zu mir, hör mal, die Finger haben 5 Stunden nach Senf gestunken. Das war die Katastrophe. Gell? Ja, könnt ihr mir merken. Gell? So, mal kurz zurück an die Pfanne. Ich habe hier wunderschönen frischen Blattspinat gehabt. Zwiebelchen mit Knoblauch schön angehen lassen, habe ich aber nur mit Butter gemacht. Den Blattspinat zusammenfallen lassen, Sahne dazu, Salz, Pfeffer, Muskatnuss. Okay. Hat jetzt eine wunderbare Würze, ist etwas zu stark. Warum? Probier mal. Weil da kommen jetzt die frischen Nüdelchen rein. Die habe ich zwischendurch schon mal abgekocht. Ich muss auch deine Suppe mal probieren. Und du bist hier auch schon den Spand am fertig machen. Das ist schon ziemlich scharf. Schmeckt schon lecker, ne? Ja, lecker. Super, ja, aber da, wenn die Nudeln dabei kommen. Wo kommt das? Nein. Oh, das ist lecker. Der Kräuterschmand kommt nachher auf die fertige Suppe oben drauf. Gut. Das sieht so wunderschön aus. Du hast die klare Waldpilzsuppe mit den Kartoffelchen. Dann oben drauf den Schmand. Und wenn du dann mit dem Löffelchen so durchziehst, wird das schön cremig. Die schmeckt schon lecker. Traumhaft. Ja. Schmeckt lecker, ne? Mhm. Johann, wie sieht es bei dir aus? Bei mir sieht es sehr gut aus. Ich habe jetzt hier schon mal diese Röllchen gemacht mit den Wirsingblättern und der Wildfüllung. Ja. Die brate ich jetzt kurz an hier in einer Pfanne mit etwas Olivenöl oder Butterschmalz, dann kommt darauf noch Wildfond, Weißwein, Preiselbeeren und so weiter. Und hier bei der Sonja, guck mal, werden wunderschöne Hefeteigtaschen gebacken mit Pflaumenmus. Hier, wunderbar. Das ist wertvoll. Die werden dann also eingebindelt noch mit Eigelb und Sahne, dann werden die schön aufgegeben, also muss man die mit gehen lassen, dann backen wir die im Backofen, gell? Ja. Aber du hast ja oft Glück gehabt und du hast eben schon gesagt, das Größte für dich ist, dass du heute hier so gesund stehst nach der ganzen Rennerei. Und du hast einmal Pech gehabt und danach hast du eine Stiftung ins Leben gerufen. Das ist richtig, ja. Und die Stiftung gefällt mir deswegen, weil die ist nicht nur für eine spezielle Sache. Erzähl mal ein bisschen. Also, um es auszuhören, ich hatte einen relativ heftigen Unfall am Nürburgring, vor 3 oder 4 Jahren war das jetzt her. Und dann hat mich meine jetzige Frau, die Uschi, am Krankenhaus abgeholt, nach Hause chauffiert von Neuwied. Und da haben wir so über das Leben philosophiert. Da habe ich gesagt, ich habe jetzt 40 Jahre an der Sonnenseite des Lebens gewohnt. Es ist mal Zeit, was zurückzugeben. Und da entstand dieser Stiftungsgedanke. Und da wollen wir jetzt in unserem neuen Projekt für Menschen, die ein behindertes Familienmitglied haben, denen mal ermöglichen, in einer schönen Umgebung eine Woche einen Urlaub zu machen, mal abzuschalten von dem Alltag. Weil mit einem behinderten Familienmitglied zu leben, ist ja unglaublich anstrengend. Sowohl, ob es jetzt Eltern oder Kinder oder sonst irgendwas sind. Einfach mal aus diesem
Alltag rauszukommen und einmal ein normales Leben zu genießen, wo man vielleicht auch mal in den Bergen was machen kann, wo man mal auch vielleicht einen Therapeuten hat, sich mit den Leuten unterhalten, mit den Leuten reden, was haben sie für Probleme, vielleicht auch helfen, wo man helfen kann. Das ist ein Aspekt, was wir jetzt gerade angehen und da legen wir jetzt gerade richtig los. Gell? Da will ich mal mit reintun. Hier ist aber Löffel. Wie heißt deine Stiftung? Die Stiftung heißt Striezel-Stuck-Stiftung, wie Striezel mein Spitzname. Wie kommt der überhaupt zustande? Ja, der ist ganz einfach. Meine damalige Taufpatin, die Tante Emmy, die kommt aus Schlesien, aus Breslau. Die hat mich bei der Taufe auf dem Arm gehalten und sagt, oh, der sieht ja aus wie ein kleiner Striezel. Was der Hefezopf früher war, gell? Ein Hefezopf? Hefezopf, ja, genau. Aber Sonja, kein Striezel, das ist was anderes, gell? Genau. So, und so ist es bis heute geblieben, Gott sei Dank. Ne? Das heißt, ja. Warum heißt Johann dann nicht Knödel? Das ist eine gute Frage. Nein, er sah so, also ich habe Bilder gesehen von ihm als Baby, wo du denkst, guck dir das an. Weißt du, er sah schon als Baby lecker aus. Ja, genau. Ja, gut, aber wäre mein Spitzname auch doof. Du bist doch ein lustiger Hund, gell? Wenn wir das dann soweit haben und wir die haben die ersten Familien bei uns, ja, dann lade ich dich ein, dann kochst du mal für die. Machst du es? Mag ich. Abmacht? Geil, das machen wir. Das machen wir. Ja, super. Ja. Klasse. Das finde ich sehr gut, weil das macht mir nämlich auch sehr große Freude, weil ich auch schon mal gesehen habe, wie das auf der anderen Seite aussieht. Allerdings. Weil es sind ja immer so Parallelwelten. Und die muss man nicht unbedingt haben. Guck mal hier, der Schinken, der Speck wird jetzt richtig schön knusprig. Aber da war nichts in der Pfanne drin jetzt. Gar nichts. Naja, musst du wirklich nicht machen, weil das reicht. Und wenn du nachher den Saft noch damit reinkippst, die legen wir gleich auf ein Tuch, damit es schön trocken wird. Und die stecken wir nachher zur Dekoration oben auf die Suppe drauf. Ich muss mal nach meinem Lachs gucken. Ich habe so viel Lachs gehabt und zu wenig Kruste, dass ich eine Seite mit Kruste mache. Guck mal hier, der sieht schon gut aus. In dem Moment, wo er hier weiß wird, ist schon perfekt. Ich würde sagen, wir machen den jetzt aus. So, aus. Nee, warte mal da, machen Temperatur ganz weg. Damit er nur noch ziehen kann. Der weiß nicht, wo ich hindrücken muss, gell? Ja, das ist grauenhaft. Ne? Weißt du, ich liebe ja auch noch die alten Autos, wo du einfach weißt, so, wenn du da an dem Hebel ziehst, geht's vorwärts. So, aber. Oder auch nicht. Oder auch nicht. So. So, wir machen jetzt als nächstes die Füllung für, beziehungsweise wir machen die Knödelmasse erstmal fertig. Kannst du bitte, Sonja, hast du eingebindelt mit Sahne? Ja, genau. Habe ich, bin fertig. Jetzt lass bitte noch ein bisschen stehen und dann tun wir die gleich, oder kann man jetzt schon in den Backofen schieben, gell? Unten in den Backofen, damit die schön backen, ja, genau. Der Teig muss vorher ein bisschen gehen und wir machen auch hier unter dem Teig drunter. Hier in den unteren? Unteren, ja, genau. Welche Stufe? In die Mitte ungefähr, okay. Gell? Die Mitte. So. Ich habe hier. So. Ihr wart ja auch zu Hause eine große Familie, gell? Du hast drei Brüder, ne? Ich habe drei Brüder, ja. Ja. Wer hat da einmal gekocht? Wir alle. Wir kochen alle gerne. Einer meiner Brüder hat auch ein Restaurant. Ich möchte das auch gerne mehr machen, wenn ich dann ein bisschen mehr Zeit habe. Einer deiner Brüder hat ein Restaurant? Ja, ja. Wo? Er hat so Wildspezialitäten in Niedersösterreich. Und ist auch Kochersleidenschaft. Kochersleidenschaft. Ja, wirklich. Und du hast jetzt zwei Kinder und wer kocht für die? Ich koche. Ja, wirklich? Meine Kinder lieben Essen. Also das ist für uns, Essen ist für uns ganz wichtig. Essen ist Liebe. Und wir haben auch gerne viele Gäste, wenn die jemanden zu bewirten, das ist wie so ein kleiner Liebesbeweis. Das ist so wie ein Freundschaftsbeweis. Das ist so eine, gibt so eine Wärme. Horst, hör mal genau zu jetzt. Komm mal. Ja, Entschuldigung, wir kommen. Wenn sie Gäste hat, dann kocht sie und das ist ein kleiner Liebesbeweis. Ja. Horst. Das ist die. Wenn du kochst für deine Gäste, ist das ein Liebesbeweis für die Gäste. Ja, ich finde Kochen, wenn man füreinander kocht, das ist was sehr Intimes, was sehr Schönes. Siehst du, Horst? Was heißt hier, siehst du, Horst? Nur weil du immer kochst? Ja, wenn er mich einlädt, kocht er generell. Wirklich? Ja, und wenn ich ihn einlade, spülen wir das von gestern. Ja. Nee, guck mal, das sind ja keine bayerischen Knödel, das sind richtige, feine österreichische Knödel, verstehst? Ach so. Ach, Knödel, das gehört schon dazu, muss sein, finde oder? Schon, ja. Ohne Knödelküche, ohne Knödel geht gar nicht. Also sagt man generell, dass die Knödel in Österreich, in Deutschland kleiner sind wie in Österreich? Ich das glaube ich nicht. Ich glaube es nicht. Nein. Nee. Okay. Nein, das generell würde ich nur nicht sagen. Wir haben genauso große Knödel. Aber guck mal, das ist das Schöne, Johann hilft. Mhm. Und das ist ganz, ganz toll. Und dir hat ja auch mal jemand geholfen, Carlos Reutemann. Richtig. Ne? Argentinischer Rennfahrer, ja. Sensationell. Dein erstes Formel-1-Rennen in Argentinien.
Du das erste Mal in so einem Formel-1-Auto. Doppelte Leistung also, wie Formel 2. Genau. Ich kam wie die Mutter zum Kind. Wie die Jungfrau zum Kind in der Formel 1. Ich musste. Genau. Der war wieder gut. Der war gut. Ich schreibe uns auf. Ich bin da nach Argentinien gereist, noch nie in einem Formel 1-Auto gesessen. Und da musste ich mich da erstmal ein bisschen fit machen und so. Da war da so eine Doppelrechtskurve mit 250, kam mir sehr schnell vor. Und plötzlich pfiff außen der Lauda an mir vorbei. Gell? Und dachte mir so, jetzt kann ich heimfahren. Und da bin ich als kleiner Pimpf mit 23 Jahren zum Carlos Reutemann, der ein wirklich argentinischer, großartiger Rennfahrer ja ist. Ich habe gesagt, Carlos, ich bin der Hans Stuck Junior. Ich kenne mich nicht aus, kannst du bitte mir die Strecke erklären? Da war der so obercool, weißt, hat sein Leihwagen, sein Auto geholt, hat mich rein mit mir fünfmal rumgefahren, die Strecke erklärt und schon war ich im Qualifying 17. Super, gell? Wahnsinn. War eine richtig tolle, nette Aktion und das fand ich sehr kollegial. Gell? Ja, man darf ja eins nicht vergessen. Ich kann mir vorstellen, wenn heute der eine Formel-1-Rennfahrer zum anderen käme und würde sagen, du hör mal zu, du bist die Strecke schon etliche Male gefahren, würdest du mir die mal in Ruhe zeigen, dann würde er sagen, du Alter, weißt du, was der macht, gell? Warum bist du überhaupt hier? So macht der, gell? Ja, ja. Ja, wir zeigen ja nichts mehr. Ja, ja. 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 So. Ja, wobei, du hast ja mal einem Rennfahrerkollegen, weil du warst ja auch sehr kollegial, eine Forelle in den Helm gelegt. Ja, ja, das war auch der Quester. Gell? Aber weißt du, was viel schlimmer war, was wir mit dem Quester gemacht haben? Der Quester ist ja bekannt als Körntelfresser. Gell? Also für Sie zu erklären, als Körntelfresser. Der lebt sehr asketisch und isst also alle möglichen Sojabohnen und Zeug zum Frühstück, alles, was halt so Körner sind. Und hatte ein spezielles Müsli vom legendären Willy Dummel, kennst du sicher auch noch, gell? Ja, vorbereitet. Der war ich oft, das war der absolute Wahnsinn. Genau, der war super, gell? Ja, auch in Gasam kam in Österreich. Genau. Und einmal habe ich das Müsli mitgenommen für den Dieter Quester nach Hockenheim und habe es aber vorher präpariert, da waren noch so kleine schwarze Bröckel drin und habe vorher in den Park noch ein bisschen Hundekot aufgesammelt und den so mit reingemacht, gell? Was soll ich da sagen? Der Hund war eine Woche nicht schnell wie nie, gell? Ja. Und gemerkt hat er auch nichts, gell? Ja. Ich denke mal, das war der Kot von einem Windhund, ja, wahrscheinlich, oder? Genau, ja. Oder wie heißt denn das? Bei dir war auch mal eine ganz geile Geschichte. Da hat dir mal ein Kollege in deinem Shampoo gegen Schuppen etwas beigemischt. Das war der gleiche Kollege, ne? Der gleiche Kollege. Ja, das war auch eine gute Geschichte. Er war beim Rennen in den USA. Ich habe dem Herrn Quester auch seine Laufschuhe versteckt auf dem Ventilator rauf. Das ist für ihn die höchste, weil er nicht laufen kann. Und ich hatte damals einen Kopfpilz. Das ist bei mir nicht so schwierig, gell? Und musste jeden Tag meinen Haupt mit einem speziellen Shampoo einreiben. Habe ich dann gemacht und so. Und nach 3 Wochen war es alles vergessen. Sagt der Quester, ja, Alter, was macht denn dein Kopfbild? Da sage ich, danke, super ist er. Sagt er, hast nichts gemerkt? Sage ich, nee, warum? Ich habe in dein Shampoo reingepisselt. Habe ich mir 3 Wochen lang mit dem Shampoo den Kopf eingrieben. Gell? Und du siehst, alles weg. Ja. Also, ich muss aber schon sagen, es sind nicht alle Rennfahrer so, denn die sind alle so. Gell? Es gibt auch noch normale, Gott sei Dank. Gell? Aber das ist Gott sei Dank leider Gottes. Ne? Hast du auch das Shampoo benutzt? Aber Johann, du kennst ja unser Lebensmotto. Kennst du, meine Damen und Herren? Wir haben das gleiche Lebensmotto. God made a few men sexy and put hair on all the other. Ja. Du hast auch mal einen ganz geilen Ausspruch gehabt. Was der große Unterschied zwischen der Formel 1 damals und heute war. Stimmt. Und den finde ich grandios. Ja, also früher war, ich kann es auf Deutsch, ja, auf Englisch sagen. Sagen auf Englisch, okay. Und danach auf du Deutsch. Okay. Ja. When I was doing Formula 1 was a time when sex was safe and racing was dangerous. Also früher war Sex sicher und Rennen gefährlich. Halt es umgekehrt, ne? Ja, stimmt. Das ist ja auch so. So. Du machst jetzt bitte hier eine weiße Schokoladensauce, indem du einfach Sahne aufkochst, Schokolade reinmachst und dann noch ein bisschen Orangenlikör, ja? Ist dir das klein genug? Das ist klein genug. Willst du die ganze da drin haben? Die ganze ist zu viel, gell? Nee, das ist okay. Kannst alles reinmachen. Schokoladensauce. Und guck mal hier, ich habe die Rouladen geschmort, die sind schön saftig. Siehst du hier? Oh, ich habe Hunger. Wunderschön in diesem Sud da. Ja, da machen wir jetzt ein bisschen Sahne rein noch. Hast du Sahne da noch? Da, warte. Genau, Sahne rein noch, dass es schöne Wildsoße gibt. Und dann kommen wir zum Schluss noch Preiselbeeren rein. Siehst du, was passiert? Das ist der Wahnsinn. Kochen macht einfach Spaß, genauso wie Autofahren. Guck mal hier, perfekt. Oder Horst? Horst, gibt es einen Unterschied zwischen Kochen und Autofahren? Oh, oh, oh. Ist das
Oh. Ja. Mit Zitrone? Butter mit Brösel. Ah, das Brösel, das hat Salz drin. Oh, das liebe ich. Also beim Autofahren gibt es mittlerweile auch 6 Gänge. Ja? Genau wie bei dir im Lokal. Das hast du gemerkt, eben war die Soße sehr stark. Ja, genau. Jetzt, ja, da hast du schon gedacht, naja, ob da zu viel ist. Aber jetzt kann noch ein bisschen Salz dazu. Reicht ja. Dir das? So, jetzt. Aber darf ich auch? Ein bisschen Pfeffer, schadet auch nichts. Und dann richten wir an. So, dein Süppchen ist übrigens sehr lecker. Probier dir auch noch mal. Ich habe eben probiert, mir wird es so reichen. Ich würde gar kein Salz mehr reinmachen. Ich habe von dem Speck noch das Fett mit reingeschüttet. Ach so. Oh ja, die ist gut. Mhm. Schmeckt dir das eigentlich richtig gut? Ja, also so finde ich hervorragend. Gell. Mhm. Also kommst du dann mal mit, sagen wir mal Helga nach Kirchlautern, dann kochen wir mal damit. Ja gut, gell? Vor allem will ich von Helga noch einiges lernen. So. Also Suppenschüsseln. Suppenschüsseln sind hier für dich. Guck mal hier. Mhm. Brauchen wir noch einen Schöpfer, gell? Ja, Schöpfer haben wir hier. Schüsselchen. So. Du hast ja alles da, gell? Ja, wir wärmen alles. Ja, ja, wir sind das schon gewohnt. Wir machen das häufiger. Kannst du runternehmen? So. Kann ich runternehmen? Ja, ja. So, ich habe jetzt hier schöne Brösel geschmolzen in Butter. Habe hier wunderschöne Knödel. Und die werden jetzt in so einer schönen aufgeschäumten Bröselbutter gewälzt und dann wieder mit Salz gewürzt. Komm mal her, schöne Semmelknödel. Oh, die sind richtig schön. Ah. Schön in Brösel. Macht einfach Spaß, sowas zu essen, gell? Schön klein. Sehr lecker. So, und jetzt mache ich als nächstes die Wildsoße fertig, indem ich jetzt einfach hier das einkochen lasse. Mal probieren, wie das schmeckt. Mmh. Bisschen Wildgewürz rein. Und dann mit so einem Mixstab schön fein mixen mit Butter. Und dann nehmen wir zum Schluss Preiselbeeren rein, gell? Oh, verboten lecker. Wie ist das mit den vielen Gerüchen hier? Ihr müsst doch alle schon Hunger haben, schön, oder? Wahnsinn! So lecker! So, da ist es. So, rein damit jetzt hier die Butter. Und dann nachher den Speck so richtig schön reinstecken. So. Drüberlegen oder auch so richtig so? Richtig schön oben drauf. Kannst du auch ein bisschen zusammenrollen, wenn du möchtest. Das finde ich ja gut. So, komm her. Ich mach einfach das Riesenstück drauf, weil wir essen es ja gleich. Nee, nur wenig. Noch ein bisschen was vom Spinat obendrauf. Soße. So, oder in den Schmand? Kannst du ruhig in den Schmand rein. Okay, dann steck ich noch mal einen obendrauf. Das glaube ich ist nicht gut. Ja. Ein paar frische Kräuter haben wir auch noch. So. So. Zack, zack. So. Ich habe jetzt mal so ein Drittel dazu getan. Okay. Nee, Schokolade bitte alle rein nun, alle. Also, das ist das erste Mal, dass es hier so ruhig ist, kurz bevor es Essen gibt. Hochkonzentriert alle. Jetzt machen wir erstmal zwei. So, wir präsentieren einmal wir beide. Einmal das Süppchen, einmal den schönen Lachs. Das leckere Waldpilzsüppchen. Super, gell? Mit Kräuterschmand und den schönen Speck dazu. Ja. Den Lachs mit der Senfkruste und die Spinatnüdelchen. Boah. So, und wir zwei können jetzt schon mal essen gehen. Super. Ne? So, dann schnapp dir deinen Teller auch noch. Wünsche ich uns guten Appetit, gell? Ja, warte ab, das kommt noch besser. Ja, alles. So. Wo ist denn mein Teller? Suppenteller. Ein Suppenteller, so. Ajo. Kriegst du Hauptstücke? Wer kriegt denn die Hauptspeise? Nein, den teilen wir uns gleich. Ah, den teilen wir uns? Ja, selbstverständlich. Das ist für mich, habe ich gedacht. Das geht schon. Darf ich hier sitzen? So. Bitte. So. Das sind jetzt erstmal hier diese schönen Knödel mit der Wildroulade. Und jetzt kommt oben drüber noch diese leckere Soße, in der wir die Rouladen geschmort haben. Mmh, komm mal hier. So. Dann machen wir als nächstes jetzt, was machen wir unsere Teigtaschen, die dauern noch 2 Minuten, warte mal. Danke dir. Ja, die riechen auch lecker. Ha? Die riechen auch ganz lecker. Ganz lecker. Du kannst schon mal das Eis jetzt gucken, wie weit ist denn das Eis? Es sieht gut aus. Sieht gut aus. Kann man rausnehmen, oder? Ich glaube ja. Okay, guck mal, zeig mal der Kamera hinter dir. Sieht sehr gut aus. Zimteis.
Okay. So. Was darf ich machen? Jetzt streichen wir hier so eine Bahn von dem Pflaumenmus drauf. Jetzt holen wir dann gleich raus unsere Schokoladensauce. Ist auch fertig. Wir brauchen jetzt nur noch einmal Puderzucker, da? Puderzucker? So. Was hast du Puder? Ja, damit wir uns den hübschen Teller nicht zerstören, fangen wir schon mal an zu essen, aber das dauert drüben noch ein bisschen. Johann ist so nervös, weil der hat sich den Playboy zweimal gekauft und würde ihn gleich noch signiert haben. So. So, jetzt schön hier die mit Puderzucker bestäuben. Ja, bestäuben schön. Guten Appetit. Super. Super. Mit dir mal zusammen zu essen. Eins jetzt. Machst du ein zweites Mal? Wir fangen schon mal an. Ist das okay? Oder sollen wir noch helfen kommen? Also, Menschen. Nein. Wir können gerne noch helfen kommen. Nein. Wir kriegen das hin. Weißt du, Horst? Wir würden gerne helfen. Ich bin Österreicher. Wir sind langsamer. Das weißt du ja. Aber wir schaffen es doch immer wieder. Aber wir würden euch sehr gerne helfen. Ich weiß schon. Ich merke das an deiner Dynamik, an deinem Ausdruck. Du bist ja scharf. Komm mal her. Wow, bitte. Horst, wie sagt man so schön? Nach vorne bringen. Siehst du? Oh. Horst, du kennst doch den Spruch. Oh, sieht das geil aus. Das Essen auch. Unglaublich. Von dir kann man noch was lernen, gell? Wirklich. Du, in tief in meiner Seele bin ich Rennfahrer von früher. Sehr gut. So. Mein Johann. Darf ich dir noch mal zeigen? Ja, gerne. Was Österreich heute dem Deutschen zu bieten hat. Guck mal hier, diese schönen Birocken da mit dem Pflaumenmus, ein frisches Eis und Schokoladensoße. Und daneben diese Reroladen mit den Knödeln und den Preiselbeeren. Ich weiß, dass nix. Weißt du? Wir haben eben von der Freundschaft in der Formel 1 gesprochen. Ja. Und ich freue mich, dass wir beide das genauso haben. Ja. Tschüss, ihr Lieben. Langvoll ist doch lecker ein Freundchen. Tschüss, wenn du dich mal hältst. So. Zack, zack. Ich habe jetzt mal so ein Drittel dazu getan. Danke. Hey. Schokolade. Schokolade bitte alle rein nun. Alle. Also, das ist das erste Mal, dass es hier so ruhig ist, kurz bevor es Essen gibt. Hochkonzentriert alle. Jetzt machen wir erstmal zwei. So, wir präsentieren einmal wir beide. Genau. Einmal das Süppchen, einmal den schönen Lachs. Das leckere Waldpilzsüppchen. Mhm, ja. Super, gell? Mit Kräuterschmand und dem schönen Speck dazu. Mhm, ja. Den Lachs mit der Senfkruste und die Spinatnüdelchen. Boah. So, wir zwei können jetzt schon mal essen gehen. Super. Ne? So, dann schnapp dir deinen Teller auch noch. Wünsche ich uns guten Appetit, gell? Ja, warte ab, das kommt noch besser. Ja, alles. So. Wo ist denn mein Teller? Suppenteller. Ein Suppenteller? So. Ajo. Kriegst du Haftstücke? Wer kriegt denn die Hauptspeise? Nein, den teilen wir uns gleich. Ah, den teilen wir uns? Ja, selbstverständlich. Das ist für mich, habe ich gedacht. Das geht schon. Darf ich hier sitzen? So. Bitte. So. Das sind jetzt erstmal hier diese schönen Knödel mit der Wildroulade. Und jetzt kommt oben drüber noch diese leckere Soße, in der wir die Rouladen geschmort haben. Mmh, komm mal hier. So. Dann machen wir als nächstes jetzt, was machen wir unsere Teigtaschen? Die dauern noch 2 Minuten, warte mal. Danke dir. Ja, die riechen auch lecker.
Die riechen auch ganz lecker. Ganz lecker. Du kannst ja mal das Eis jetzt gucken. Wie weit ist denn das Eis? Es sieht gut aus. Sieht gut aus. Kann man rausnehmen, oder? Ich glaube, ja. Okay, guck mal. Zeig mal der Kamera hinter dir. Sieht sehr gut aus. Zimteis. Okay. So. Was darf ich machen? Jetzt streichen wir hier so eine Bahn von dem Flaubermus drauf. Jetzt holen wir dann gleich raus unsere Schokoladensauce. Ist auch fertig. Wir brauchen jetzt nur noch einmal Puderzucker da. Puderzucker? So. Was hast du Puderzucker? Damit wir uns den hübschen Teller nicht zerstören. Fangen wir schon mal an zu essen, aber das dauert drüben noch ein bisschen. Johann ist so nervös, weil der hat sich den Playboy zweimal gekauft und will ihn gleich noch signiert haben. So. So, jetzt schön hier die mit Puderzucker bestäuben. Ja, schön. Guten Appetit. Steht so, mit dir mal zusammen zu essen. Dangerous. Also früher war Sex sicher und Rennen gefährlich. Hat es umgekehrt, ne? Ja, stimmt. Das ist ja auch so. So. Du machst jetzt bitte hier eine weiße Schokoladensauce, indem du einfach Sahne aufkochst, Schokolade reinmachst und dann noch ein bisschen Orangenlikör, ja? Ist dir das klein genug? Das ist klein genug. Willst du die ganze da drin haben? Die ganze ist zu viel, gell? Nee, das ist okay. Kannst alles reinmachen. Schokoladensauce. Und guck mal hier, ich habe die Rouladen geschmort. Die sind schön saftig. Siehst du hier? Oh, ich habe Hunger. Wunderschön in diesem Sud da. Ja, da machen wir jetzt ein bisschen Sahne rein noch. Hast du Sahne da noch? Da, warte. Genau, Sahne rein noch, dass es schöne Wildsoße gibt. Und dann kommen wir zum Schluss noch Preiselbeeren rein. Siehst du, da muss passieren. Das ist der Wahnsinn. Kochen macht einfach Spaß, genauso wie Autofahren. Guck mal hier, perfekt. Oder Horst? Gibt es einen Unterschied zwischen Kochen und Autofahren? Ja, Zitrone? Butter mit Brösel. Ah, der Brösel, das hat Salz drin. Also beim Autofahren gibt es mittlerweile auch 6 Gänge. Ja, genau wie bei dir im Lokal. Das hast du gemerkt, eben war die Soße sehr stark. Ja, genau. Jetzt die da hast du schon gedacht, naja, ob das zu viel ist, aber jetzt kann noch ein bisschen Salz dazu. So. So, jetzt. Aber darf ich aufkochen? Bisschen Pfeffer, schadet auch nichts. Und dann richten wir an. So, dein Süppchen ist übrigens sehr lecker. Probier dir auch noch mal. Ich habe eben probiert, mir wird es so reichen. Ich würde gar kein Salz mehr reinmachen. Ich habe von dem Speck noch das Fett mit reingeschüttet. Ach so. Oh ja, die ist gut. Mhm. Schmeckt dir das eigentlich richtig gut? Also so finde ich hervorragend. Gell? Mhm. Also kommt dann mal mit zur Mama Helga nach Kirchlautern, dann kochen wir mal damit. Ja gut, gell? Vor allem will ich von Helga noch einiges lernen. So. Also Suppenschüsseln sind hier für dich. Guck mal hier. Mhm. Brauchen wir noch einen Schöpfer, gell? Ja, Schöpfer haben wir hier. Schüsselchen. So. Ihr habt ja alles da, gell? Ja, wir wärmen alles. Ja, ja, wir sind das schon gewohnt. Wir machen das häufiger. Kannst du runternehmen? So. Kann ich runternehmen? Ja, ja. So, ich habe jetzt hier schöne Brösel geschmolzen in Butter. Habe hier wunderschöne Knödel. Und die werden jetzt in so einer schönen aufgeschäumten Bröselbutter gewälzt. Und dann wieder mit Salz gewürzt. Komm mal her, schöne Semmelknödel. Oh, die sind richtig schön. Ah. Schön in Brösel. Macht einfach Spaß, sowas zu essen, gell? Schön klein. Sehr lecker. So, und jetzt mache ich als nächstes die Wildsoße fertig, indem ich jetzt einfach hier das einkochen lasse. Mal probieren, wie das schmeckt. Mmh. Bill Wildgewürz rein. Und dann wieder so einen Mixstab schön fein mixen mit Butter. Und dann tun wir zum Schluss Preiselbeeren rein. Kannst du bitte, Sonja, hast du eingewindelt mit Sahne? Ja, genau. Hab ich, bin fertig. Jetzt lass bitte noch ein bisschen stehen und dann tun wir die gleich. Oder kann man jetzt schon in den Backofen schieben? Gell? Unten in den Backofen, damit die schön backen. Ja, genau. Der Teig muss vorher ein bisschen gehen und wir machen auch hier unter dem Teig drunter. Hier in den unteren? Unteren, ja, genau. Welche Stufe? In die Mitte ungefähr, okay. Gell? Die Mitte. So. Ich habe hier. So. Ihr wart ja auch zu Hause, eine große Familie, gell? Du hast drei Brüder, ne? Ich habe drei Brüder, ja. Ja. Wer hat da einmal gekocht? Wir alle. Wir kochen alle gerne. Einer meiner Brüder hat auch ein Restaurant. Ich möchte das auch gerne mehr machen, wenn ich dann ein bisschen mehr Zeit habe. Einer deiner Brüder hat ein Restaurant? Ja, ja. Wo? Er hat so Wildspezialitäten in Niederösterreich. Und ist auch Kochersleidenschaft.
Koch ist Leidenschaft. Ja, wirklich. Und du hast jetzt zwei Kinder und wer kocht für die? Ich koche. Ja, wirklich. Meine Kinder lieben Essen. Also das ist für uns, Essen ist für uns ganz wichtig. Essen ist Liebe. Und wir haben auch gerne viele Gäste, wenn die jemanden zu bewirten, das ist wie so ein kleiner Liebesbeweis. Das ist so wie ein Freundschaftsbeweis. Das ist so eine, gibt so eine Wärme. Horst, hör mal genau zu jetzt. Komm mal. Ja, Entschuldigung, wir kommen. Wenn sie Gäste hat, dann kocht sie und das ist ein kleiner Liebesbeweis. Ja. Horst. Wenn du kochst für deine Gäste, ist das ein Liebesbeweis für die Gäste. Ja, ich finde Kochen, wenn man füreinander kocht, das ist was sehr Intimes, was sehr Schönes. Siehst du, Horst? Was heißt hier, siehst du, Horst? Nur weil du immer kochst? Ja, wenn er mich einlädt, kocht er generell. Wirklich? Ja, und wenn ich ihn einlade, spülen wir das von gestern. Ja. Nee, guck mal, das sind ja keine bayerischen Knödel, das sind richtige, feine, österreichische Knödel, verstehst? Ach, Knödel, das gehört schon dazu, muss sein, finde oder? Schon, ja. Ohne Knödelküche, ohne Knödel geht gar nicht. Also sagt man generell, dass die Knödel in Österreich, in Deutschland kleiner sind wie in Österreich? Ich das glaube ich nicht. Ich glaube es nicht. Nein. Nee, genau. Nein, das generell würde ich nur nicht sagen. Wir genauso große Knödel. Aber guck mal, das ist das Schöne, Johann hilft. Mhm. Und das ist ganz, ganz toll. Und dir hat ja auch mal jemand geholfen, Carlos Reutemann. Richtig. Ne? Argentinischer Rennfahrer, ja. Sensationell. Dein erstes Formel-1-Rennen in Argentinien. Mhm. Du das erste Mal in so einem Formel-1-Auto. Richtig. Doppelte Leistung also, wie Formel 2. Genau. Ich kam wie die Mutter zum Kind. Wie die Jungfrau zum Kind in der Formel 1. Ich musste. Genau. Der war wieder gut. Der war gut. Nee, ich bin da nach Argentinien gereist, noch nie in einem Formel-1-Auto gesessen. Ja. Und da musste ich mich da erstmal ein bisschen fit machen und so. Und da war da so eine Doppelrechtskurve mit 250, ich kam mir sehr schnell vor. Und plötzlich, pfiff außen der Lauda an mir vorbei, gell. Und dachte mir so, jetzt kann ich heimfahren. Und da bin ich als kleiner Pimpf mit 23 Jahren zum Carlos Reutemann, der ein wirklich argentinischer, großartiger Rennfahrer ja ist. Hab gesagt, Carlos, ich bin der Hans Stuck, Junior. Ich kenne mich nicht aus, kannst du bitte mit... Du, hast gesagt, Männele. Ja, genau. Was ist denn da nachts immer auf dem Hof bei uns da los, gell? Da habe ich das erklärt. Hast gesagt, kommt nicht in Frage, das Ding muss dann verkauft werden. Er hat das nicht geduldet, war streng katholisch. Und damit war das Unternehmen natürlich leider Gottes kaputt. Aber du hast das Geld gut angelegt. Ja, freilich, super. Ja, klar, sicher. Aber Wohnwagen ist für dich heute der raus. Ja, der ist aber raus. Das ist natürlich auch wieder ganz spannend. Man hat damals als Rennfahrer nicht so dieses Vermögen verdient, wie es heute teilweise das ist. Das kannst du laut sagen, ja. Was hat man damals verdient, als maximal als Formel-1-Rennfahrer? Also in meinem besten Jahr, 77, wo ich für Edelstone fahren durfte, habe ich verdient $30.000. Musst du dir mal vorstellen. Im Jahr? Ja, freilich im Jahr, ja. 30.000 also Dollar. Und da hat er mich noch gelegt, der Bernie damals, weil ich, wie ich im Büro saß und über einen Vertrag verhandelt habe, hat plötzlich das Telefon geklingelt und da war dran der Arturo Merzario, der Italiener, Der wollte auch fahren. Und dann hat der Bernie gesagt, okay Arturo, 30.000, okay. Hat aufgelöst, also Stucki, das gehört. Da war der Merzario dann, 30.000, kein Dollar mehr. 5 Minuten Zeit. Was machst du jetzt da? Also habe ich unterschrieben. Halbes Jahr später sagt der Bernie, du, das war nicht der Merzario, sondern meine Sekretärin draußen im Vorzimmer. Kannst du dir vorstellen? Boah, der Sack! Ach Gott, sag mal bitte. Aber genau so schätze ich den auch ein. Aber ich muss eines sagen, er ist immer heute noch ein guter Freund. Damals habe ich gut Punkt gemacht, habe im ganzen Welt 100.000 verdient, bin ich zufrieden. Vor allem bin ich in einem Stück da und das ist wichtig. Ne? Ja, oder? Das ist das Wichtigste. Genau. Das ist dein größter Sieg. Du, das muss ich auch noch machen, oder nicht? Ja. Sonja, wie sind eigentlich bei dir die Verhandlungen gelaufen mit dem Playboy? Beim dritten Shooting. Waren die auch so hart? Na, also sagen wir mal so, anfangs dachte ich, muss nicht mehr sein. Und dann habe ich irgendwie, haben mich meine Freundinnen breitgeschlagen, das doch zu machen. Deine Freundin? Ja, meine Freundinnen. Freundinnen. Ja, und aber, die haben dann gesagt... Aber du weißt schon, dass ich da persönlich ein klein bisschen sauer drüber bin. Oh. Ja, weil ich hatte schon Termine für Fotoshooting. Ich wäre dran gewesen. Du bist jetzt dran. Aber natürlich nur ästhetische Fotos, ist klar. Aber, ja, ich auch Bärenfell und Johann war mein Bär. Nein, ne? die letzte Ausgabe von Playboy, die wird noch ein bisschen nach hinten gezögert. Eine Messerspitze, oder? Eine Messerspitze, ja. So. Ein bisschen weniger. Sonja, du machst jetzt den Teig schön ausrollen, ja, für die Birocken da. Und ich mache jetzt hier die Füllung für meine Reroladen. Hab hier Pfifferlinge und Spilze, also das heißt Kräuterseitlinge mit Schalotten und Knoblauch
werden angebraten. Hier habe ich Rehfleisch mit Wildgewürz. Da gebe ich jetzt dazu zwei Eier. Und dann noch diese Pilze und mache eine schöne Füllung Gewürz mit Salz für unsere Wirsingblätter. Die Wirsingblätter habe ich blanchiert in heißem Wasser, kalt abgeschreckt. Und dann werden die gefüllt. Das mache ich jetzt als Nächstes. Das heißt, nächstes Mal, wenn du... Man könnte aber auch sagen, jedes Mal, wenn du ins Rennen gehst, hast du einen eigenen Helm auf. Stimmt, genau. Ich hätte zwar jetzt eigentlich das Helmdesign in blau mit Sternchen drauf machen können, aber die Zeit hat gefehlt. Das macht aber nichts, gell? Aber dafür steigen wir direkt mal ein. Kochen tust du tatsächlich oder jetzt nur, weil du bei mir bist? Ja, also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, du weißt, ich habe ja zwei Buben, die habe ich früher ab und zu mal Spiegeleier machen dürfen in der Früh. Oder mal, wenn wir auf den kanarischen Seen einmal einen Fisch rausgeholt haben. Aber ich sage dir ganz ehrlich, also der große Koch bin ich nicht. Das gebe ich ehrlich zu, aber es macht Spaß. Und ich merke natürlich eines, ich habe viele Freunde, die gut kochen. Und das stinkt mir dann, weil ich es auch gern können würde. Und ich nehme auch heute die Gelegenheit wahr, neben einem solchen Meisterkoch wie dir und dem Johann mal was zu lernen. Gell? Das müssen wir immer ja probieren. Ne? Ja, auf. Ja. Also wir haben ja eine ganz klare Steigerung hier. Man könnte sagen, du bist jetzt bei mir hier in der Formel 2. Und wenn du hier nachher den Titel gewonnen hast, darfst du hochsteigen in die Formel 1. Und die ist bei Johann. Ehrlich? Ja, ja, bei Johann ist Formel 1. Da geht's richtig zur Sache. So. Die kannst du alles schon mit reinschmeißen. Wobei die Unfallgefahr da drüben weitaus größer ist als hier. Das glaube ich ja. Ne, genau. Wir haben hier mehr Sicherheiten eingebaut. Ja, das stimmt. Du bist wirklich für mich einer der ganz, ganz großen Helden. Meiner Kindheit, meiner Jugend und auch heute noch. Nee, stimmt tatsächlich, ist keine Schleimerei. Weil okay. Von dir habe ich Poster, von dir habe ich alles Mögliche. Dein Vater war schon eine Sensation im Rennwagen. Und der hat dich schon mitgenommen. Im Auto, ich glaube, du hast mit 9 Jahren Autofahren gelernt. Ja, ne? Da waren wir am Nürburgring und da hat er so einen Sportverlegern gemacht. Und da sagt er, jetzt fahr du auch mal. Mit das, 9 Jahren? Mit ne? 9 Jahren. Das waren dann mit 3 Kissen unterm Hintern. Und guck mal, da Foto, Vater ist übrigens links. Ja, genau, der Vater ist links. Gell? Da bin ich ungefähr so 12, 13. Da bin ich ein bisschen älter. Und dann hat der Vater aber dann ziemlich schnell gesagt, weißt du, so wie du Auto fährst, geh zu, dass er fahr du allein. Und da bin ich wirklich mit 9 Jahren auf dem Nürburgring, das ging, weil es eine private Strecke ja war, alleine. Mit einem kleinen 700er BMW meine erste Runde gefahren. In 17 Minuten oder so, musst du dir mal vorstellen. In 17 Minuten ja, mit dem BMW 700. Darfst du wundern, wo es herkommt. Ja. Wobei, man muss da mal übersetzen. Heute, also man ist ja schon als Privatmann Weltklasse, wenn du unter 10 Minuten schaffst. Das stimmt, ja. Und das mit einem modernen Auto. Ja. Wenn du das mit einem 30 PS BMW 700 schaffst in 17 Minuten, ja. Da bist du König. Schau meine Schuhgröße an, 46, da geht was beim Gashebel. Aber was ich wunderbar finde, ist, dass du genau diesen BMW 700 heute noch besitzt. Der steht bei mir in der Garage, ja. Ich hoffe, dass du den mal anschauen kommst. Ich komme, da ist, also das muss ich ehrlich sagen, nicht das Originalauto, aber ich habe das Original-Lenkrad vom Vater drin. Da bin ich unheimlich stolz drauf. Weil Sie wissen, dass er mit dem Auto noch Rennen gefahren ist. Schauwisland, Freiburg, Monza 12 Stunden. Bei mir neue Heimat. Bei neue Heimat, ja, das ist eben wirklich was Tolles. So ein Auto zu haben mit dem Lenkrad, da bin ich schon sehr stolz drauf. Gell? So, mal ganz kurz zum Kochen. Ja. Damit die Herrschaften zu Hause mitbekommen, dass wir wirklich auch was tun. Ja, freilich. Hier drinnen Kartoffelchen, ja, genau. Zwiebeln mit den Waldpilzen. Wir haben hier Pfifferlinge und wir haben schöne Seitlinge. Mhm. Die werden schön angebraten. Richtig. Frische Kräuter dazu, mit Weißwein abgelöscht. Mhm. Dann schön einreduzieren lassen und erst nachher kommt die Brühe dran. Okay. Magst du so richtige Hausmannskost lieber oder bist du jemand, der sagt, so richtig edel? Na, also ich muss eins sagen, ich stehe auf Vollliter italienische Kost, weil ich das super finde, aber dann auch Hausmannskost. Und ich muss sagen, ich habe ja Gott sei Dank eine total obercoole Schwiegermutter. Und die kocht die Mama Helga, das glaubst du nicht, gell? Das ist der Wahnsinn. Die Mama Helga? Also wenn ich da eine Woche bin bei der in Kirchlauter, habe ich sofort so einen Ranzen, gell? Das ist der Wahnsinn, gell? Aber die kocht wirklich gut. Perfekt. Und da wie heißt sie nochmal? Helga. Helga, Helga. Helga. Ja, genau, das ist die allerbeste. Liebe Helga. Ja. Ich möchte so gerne bei dir mal essen kommen und ein oder andere Rezept klauen, damit ich Johann mal zeigen kann, wo der Mast, nee, der wie heißt das nochmal? Den Dingsbums holt, den Most holt, wie heißt das? Wo der Bartel den Most holt. Wo Bartel den genau, Most richtig, holt. Genau. Ja, die Sonja hat jetzt hier schon mal einen wunderbaren Teig gemacht, und zwar einen sehr schönen Hefeteig. Der muss ja so ganz zart sein. Den tust du jetzt bitte mit dem Tuch abdecken, damit er gehen kann. Okay. Und dann machen wir zusammen das Zimteis. Dazu haben wir Sahne aufgekocht mit Milch, Zimtstangen. Und jetzt brauchen wir 4 Eigelbe und 4 ganze Eier auch. Also 4 Eigelbe. Was hast du da drin jetzt? Ah, ich habe jetzt 4 ganze Eier. Und die Eigelbe brauchen wir auch noch. Okay. Das Eiweiß tust du weg und dann machst du nur noch da rein. Okay.
Okay. Ich gebe dir eine Schüssel dafür. Ja, bitte. So, dann machen wir das Eis. Du hast ja auch persönlich Beziehung zum Rennfahren, oder? Ja, habe ich. Ich liebe das Rennfahren und ich durfte ja, lieber Hans, ich durfte ja bei dem Tandem mitfahren. Von Mercedes in den 90er Jahren. Formel 1 Tandem. Nein. Mit dem Niki Lauda damals. Bin ich noch dein Freund? Du? Ja. Nein, du. Ehrlich? Ja. Ja. Und das war. Also da muss ich mal ganz kurz den Menschen erklären, zu Hause, die nicht wissen, was das ist. Es gibt Formel 1 Autos, die wurden umgebaut als Zweisitzer. Da sitzt der Fahrer vorne und dann sitzt man hinten etwas höher als Beifahrer. Normalerweise, klar, Formel 1 Auto nur einer drin. Aber hinten drin zu sitzen, diese G-Kräfte überhaupt auszuhalten, ja, zu sehen, wenn man den Helm nicht mehr halten kann, ja, in der absolut. Kurve. Unfassbar. Unfassbar toll, ein einmaliges Erlebnis. Das ist ungefähr so wie mit Johann in der Küche. Wenn ich neben dem koche, dann ist wie Formel 1, ich am Beifahrer sitze. Tempo kann ich nicht halten. Ja? So. Das war schon eine Ehe, oder? Ja, alles rein. Ich glaube, die Steigerung von Formel 1, ich meine, ich habe das Vergnügen nicht gehabt, aber ich glaube, was auch noch ganz schön hart ist, was ich erlebt habe, ist Viererbobfahren im Eiskanal. Viererbobfahren. Oh. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, 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 Dankeschön. Ich versuche natürlich lukullig einzustimmen auf das, was mein Johann kocht. Mit einer Waldpilzterrine mit Kräuterschmand und einem wunderbaren Lachs mit einer Senfkruste. Und dazu gibt's Blattspinatnüdelchen. Ja, ja, aber auch das kann nichts weiter sein wie der Türöffner, der Schlüssel zu den hohen Künsten des Kochens, die mein Johann zelebriert. Das Filetstück aller Köche. Und ich kann nicht kochen, bevor ich den Kerl nicht im Arm hatte. Komm her, mein Johann, komm her. So. Alles gut? Alles gut. Also Horst, heute muss ich sagen, bin ich echt glücklich, weil der Gast, der heute kommt, bei, ja, mir, Respekt, bei Respekt. Mir zumindest, muss ich, ja, sagen, ich darf mit deinen Worten zitieren, bitte, ein steiler Zahn. Ja, und ich muss sagen, ich bin auf meiner Seite auch mehr als glücklich, obwohl ich bei dir ja so ein bisschen mit erhaschen kann. Also ich habe endlich mal mein Idol an meiner Seite. Nicht kochtechnisch, ihr werdet nachher merken, wie. Er ist einer der schnellsten Männer, die Deutschland je mitvertreten haben, wohl. Obwohl er auch österreichische Wurzeln so ein bisschen mit drin stecken. Aber für mich ist er einfach genial. Einer der schnellsten der Schnellen. Und weißt du, was das Geilste überhaupt ist? Was die Menschen zu Hause überhaupt nicht verstehen können? Wenn man mal so Berühmtheiten trifft, genau wie deine Berühmtheit, man hat ja vorgefasste Meinungen. Wie, genau, sind die denn so? Und was steht in der Yellow Press rauf, runter? Leute, das ist alles Blödsinn. Die sind genau wie wir zwei. Einfach zum Liebhaben. Ja. Und heute sind hier Sonja Kirchberger und Hans-Joachim Stopp. Ah, Prinzessin. Bezaubernd. Warte, von dir muss ich als allererstes ein Foto machen, da geht's ja nicht. Jetzt fängst aber kein du Selfie, an. Gell? Johann, du fängst schon mal an. Ja, ich fang an. Wir machen einen wunderbaren Hefeteig. Dazu habe ich schon mal für dich die Milch mit dem Mehl und, ja, der Hefe und etwas Zucker angerührt, weil das muss ein bisschen aufgehen. Oh. Und jetzt machst du Zucker, also hier machst du dazu das restliche, ja, Mehl, pardon, ein Ei und die Butter, okay, und alles schön glatt rühren. Mach ich. Und ich mache die Füllung für meine Rouladen vom Reh, beziehungsweise Semmelknödel erstmal. Ja. 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 So. Ja, wobei, du hast ja mal einem Rennfahrerkollegen, weil du warst ja auch sehr kollegial, eine Forelle in den Helm gelegt. Ne? Ja, das war auch der Quester. Ja, aber weißt du, was viel schlimmer war, was wir mit dem Quester gemacht haben? Der Quester ist ja bekannt als Körntelfresser. Gell? Also für als Sie was? Zu erklären, als Körntelfresser. Also der lebt sehr asketisch und isst also alle möglichen Sojabohnen und Zeug zum Frühstück, alles, was halt so Körner sind.
und hatte ein spezielles Müsli vom legendären Willy Dunkel, kennst du sicher auch noch, gell? Ja, vorbereitet. Da war ich oft, das war der absolute genau, Wahnsinn. Der war super, gell? Ja, auch in Glas am Kamp in Österreich. Genau. Und einmal habe ich das Müsli mitgenommen für den Dieter Quester nach Hockenheim und habe es aber vorher präpariert. Da waren noch so kleine schwarze Bröckel drin. Und habe vorher in den Park noch ein bisschen Hundekot aufgesammelt und den so mit reingemacht. Gell. Was soll ich da sagen? Der Hund war eine Woche schnell wie nie. Gell. Ja, und gemerkt hat er auch nichts, gell? Ja, ich denke mal, das war der Kot von einem Windhund, ja, wahrscheinlich, oder? Genau, ja. Oder wie heißt denn das? Bei dir war auch mal eine ganz geile Geschichte. Da hat dir mal ein Kollege in deinem Shampoo gegen, ja, genau, Schuppen etwas beigemischt. Das war der gleiche Kollege, ne? Der gleiche Kollege. Ja, das war auch eine gute Geschichte. Er war beim Rennen in den USA. Ich habe dem Herrn Quester auch seine Laufschuhe versteckt, auf dem Ventilator rauf. Das ist für ihn die Höchststrafe, weil er nicht laufen kann. Und ich hatte damals einen Kopfpilz, das ist bei mir nicht so schwierig, gell? Und musste jeden Tag meinen Haupt mit einem speziellen Shampoo einreiben. Habe ich dann gemacht und so. Und nach 3 Wochen war es alles vergessen. Sagt der Quester, ja, Alter, was macht denn dein Kopfpilz? Da sage ich, danke, super ist er. Sagt er, hast nichts gemerkt? Sage ich, nee, warum? Ich habe in dein Shampoo reingepisselt. Habe ich mir 3 Wochen lang mit dem Shampoo den Kopf eingrieben, gell? Und du siehst, alles weg. Ja. Also, wir müssen aber schon sagen, es sind nicht alle Rennfahrer so, denn das, ich meine, die sind alle so. Gell? Es gibt auch noch normale, Gott sei Dank. Gell? Aber da ist Gott sei Dank leider Gottes. Ne? Hast du auch das Shampoo benutzt? Aber Johann, du kennst ja unser Lebensmotto. Kennst du, meine Damen und Herren? Wir haben das gleiche Lebensmotto. God made a few men sexy and put hair on all the other. Du hast auch mal einen ganz geilen Ausspruch gehabt, was der große Unterschied zwischen der Formel 1 damals und heute war. Stimmt. Und den finde ich grandios. Also früher war, ich kann es auf Englisch sagen. Sagen auf Englisch, okay, und danach auf du Deutsch. Okay. Ja. When I was doing Formula 1 was a time when sex was safe and racing was dangerous. Also früher war Sex sicher und Rennen gefährlich. Halt es umgekehrt, ne? Ja, stimmt. Das ist ja auch so. So. Du machst jetzt bitte hier eine weiße Schokoladensauce, indem du einfach Sahne aufkochst, Schokolade reinmachst und dann noch ein bisschen Orangenlikör, ja? Ist dir das klein genug? Das ist klein genug. Willst du die ganze da drin haben? Die ganze ist zu viel, gell? Nee, das ist okay. Kannst alles reinmachen. Schokoladensauce und guck mal hier. Das ist auch schon erzählt, oder? Ja, alles rein. Ich glaube, die Steigerung von Formel 1, ich meine, ich habe das Vergnügen nicht gehabt, aber ich glaube, was auch noch ganz schön hart ist, was ich erlebt habe, ist Viererbobfahren im Eiskanal. Viererbobfahren? Ah, ja, das glaube ich auch. Bist du schon mal gefahren? Ich nein, aber das wäre auch ein Traum von mir. Ja, aber weißt du, warum ich das nie machen würde? Da habe ich das Gefühl, ich kann überhaupt nichts mehr mitbestimmen. Nee, kannst du im Rennwagen habe ich ja selber Gas, Bremse, Kupplung, da habe ich ja alles. Da habe ich ja Lenkrad. Und in so einem Bob, da jagst du nur runter und musst hoffen, dass der Steuermann alles richtig macht. Ansonsten bist du halt tot. Aber das ist wahnsinnig. Den Kopf, den Haut. Heftig. Johann, wie oft bist du mitgefahren? Weil das würde einiges erklären. So, du hast mit 16 Jahren einen Führerschein schon gemacht. Ja, genau. Das ist natürlich der Traum von jedem Jugendlichen. Heutzutage darf man es mit 17 machen, mit Begleitung. Wie hast du das geschafft, dass du den schon mit 16 Jahren machen durftest? Ja, der Vater hatte damals einen sehr guten Draht zum Verkehrsminister und hat ihm erklärt, dass er auf seinen langen Fahrten, die er damals gemacht hat, Unterstützung braucht. Und da hat er das genehmigt. Und da war der Führerschein erstmal in Begleitung des Vaters. Und dann nach einem halben Jahr in Begleitung eines Elternteils und dann wurde es amtlich gestrichen und dann war ich natürlich der größte in Garmisch, kannst du dir vorstellen. Ich dann mit 16, 3/4 mit meinem BMW 700 da an der Schule vorgefahren, mit der Handbremse eingeparkt. Mit der Handbremse ja, sicher, eingeparkt? Da war immer eine Lücke, da kam ich an und habe ich zack, zack, und dann rückwärts rein, stand die Lehrer und alle nur so gemacht, gell, ich sag gar nicht. Bei deinen Lehrern kam das aber bestimmt spitzenmäßig an, ne? Ja, also ich glaube, es war politisch nicht ganz clever, aber jedenfalls hat es saumäßig Spaß gemacht, ne? Sag mal, aber Thema politisch nicht ganz clever. Du hattest ja mal einen Wohnwagen, ne? Ja. Den hast du gewonnen als ersten Preis für ein Rennen. Richtig. Aber du bist nicht so der Campingfreund. Erzähl mal, das fand ich so einfach schön. Also ich habe den dann bei mir in Greiner auf dem Hof stehen gehabt und war einmal Camping, was überhaupt nicht meine Welt war. Und da habe ich mir gedacht, was mache ich mit dem Ding? Da hatte ich eine super Idee, heute nennt man das Start-up-Unternehmer. Habe ich den auf dem Hof in Greiner ein elektrisches Kabel reingelegt
und Folge hingemacht und habe den für meine Späßl vermietet, damit sie mal ihre Freundin da ein bisschen besser kennenlernen. Die waren ja alle 18, 19 Jahre alt, hatten ja keine Wohnung, keine eigene. Das also jetzt noch mal langsam. Du hast den Wohnwagen vermietet zum Schnackeln bei dir zu Hause auf den Hof gestellt. Genau, richtig, mit Strom. Mit Stromanschluss, ja. Genau. Damit deine Freunde okay. mit der Freundin mit einmal die besser kennenlernen können. Genau. Ja. War gut. Dann hast du die. Aber allerdings hat dann nach 3 Monaten meine Mutter gesagt, was ist denn da nachts immer auf dem Hof bei uns da los, gell? Dann sag ich, habe ich das erklärt. Hast gesagt, kommt nicht in Frage, das Ding muss dann verkauft. Bisschen rein, siehst du nicht, was passiert? Das ist der Wahnsinn. Kochen macht einfach Spaß, genauso ja. wie Autofahren. Guck mal hier, perfekt. Oder hast du eine Rendung, gell? Horst, gibt es einen Unterschied zwischen Kochen und Autofahren? Mit Zitrone? Butter mit Brösel. Ah, da drückt das Salz drin. Liebe ich. Also beim Autofahren gibt es mittlerweile auch 6 Gänge. Ja? Genau wie bei dir im Lokal. Das hast du gemerkt, eben war die Soße sehr stark. Ja, genau. Jetzt, ja, da hast du schon gedacht, naja, ob da zu viel ist. Aber jetzt kann noch ein bisschen Salz dazu. Reicht das aus? So. Ah. So, jetzt. Aber darf ich aufkochen? Bisschen Pfeffer, schadet auch nichts. Und dann richten wir an. So, dein Süppchen ist übrigens sehr lecker. Probier die auch noch mal. Ich habe eben probiert, mir wird es so reichen. Ich würde gar kein Salz mehr reinmachen. Ich habe von dem Speck noch das Fett mit reingeschüttet. Ach so. Oh ja, die ist gut. Mhm. Schmeckt dir das eigentlich richtig gut? Ja, also so finde ich hervorragend. Gell. Mhm. Also kommt dann mal mit, sagen wir mal Helga nach Kirchlautern, dann kochen wir mal damit. Ja gut, gell? Vor allen Dingen will ich von Helga noch einiges lernen. So. Also Suppenschüsseln. Suppenschüsseln sind hier für dich. Guck mal hier. Brauchen wir einen Schöpfer, gell? Ja, Schöpfer haben wir hier. Schüsselchen. So. Ihr habt ja alles da, gell? Ja, wir wärmen alles. Ja, ja, wir sind das schon gewohnt. Wir machen das häufiger. Kannst du runternehmen. So. Kann ich runternehmen? Ja, ja. So, ich habe jetzt hier schöne Brösel geschmolzen in Butter. Hab hier wunderschöne Knödel. Und die werden jetzt in so einer schönen aufgeschäumten Bröselbutter gewälzt und dann wieder mit Salz gewürzt. Komm mal her, schöne Semmelknödel. Oh, ah. Die sind richtig scharf. Ah. Schön in Brösel. Macht einfach Spaß, sowas zu essen, gell? Schön klein. Sehr lecker. So, und jetzt mache ich als nächstes die Wildsoße fertig, indem ich jetzt einfach hier das einkochen lasse. Mal probieren, wie das schmeckt. Mmh. Bill-Will-Gewürz rein. Und dann wieder so einen Mixstab schön fein mixen mit Butter. Und dann nehmen wir zum Schluss Breitelbeeren rein, gell? Oh, verboten lecker. So, wie ist das mit den vielen Gerüchen hier? Ihr müsst doch alle schon Hunger haben, schön. Oder? Wahnsinn! So lecker! So, da ist es. So, rein damit jetzt hier die Butter. Und dann nachher den Speck so richtig schön reinstecken. So. Drüberlegen oder auch so richtig so? Richtig schön oben drauf. Kannst du auch ein bisschen zusammenrollen, wenn du möchtest. Das finde ich ja gut. So, komm her. Ich mach einfach das Riesenstück drauf, weil wir essen es ja gleich. Nee, nur wenig. Noch ein bisschen was vom Spinat.